Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Ein Interview. Moin aus Hamburg, mein Name ist Jan Schmiedl und ich trinke gerne Kaffee. Wie ihr vielleicht an den Hintergrundgeräuschen hört, bin ich heute an einem besonderen Ort. Und zwar sitze ich im Foyer des Hotels Reichshof in Hamburg und vor mir sitzt ein alter Mentor von mir, ein Impulsgeber, jemand, der mein Leben sehr geprägt hat. Und derjenige ist Tom Krause. Hallo, mein Lieber. Hallo, Tom. Hallo, ihr Lieben. Guten Tag. Oder siehst du deine Zuhörer? Nein, ich duze. Okay, sehr gut. Tom, du hast mir gesagt, du möchtest vorgestellt werden als Entertainer, der trainiert. Das ist richtig, ja. Jetzt kenne ich dich natürlich aus der Vergangenheit als Hypnotiseur, als Trainer, Ausbilder für ganz besondere Workshops und sehr tiefe Dinge in der Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt bist du Entertainer geworden. Wie ist es dazu gekommen? Nein, also ich bin immer Entertainer gewesen. Und das wusste ich auch schon sehr, sehr früh in meinem Leben. Der entscheidende Punkt ist, dass ich heute sagen kann, ich bin ein Entertainer, der trainiert, weil ich mittlerweile nicht mehr, oder ich bin zurzeit, sagen wir es mal so, in der glücklichen Lage, dass ich ein Arbeitsumfeld als Trainer habe, das mir die Teilnehmer serviert. Also ich bekomme die Teilnehmer serviert. Das heißt, ich mache Inhouse-Firmentrainings mit einem sehr, sehr feinen Kollegen hier aus Hamburg zusammen. Und das läuft sehr, sehr gut. Und das ermöglicht mir zurzeit, mich auch ein bisschen auf meine Wurzeln beziehungsweise auf meine eigentliche Berufung zu konzentrieren, nämlich der Entertainer. Das heißt also Programme schreiben, Moderation machen etc. pp. Ja. Sehr, sehr spannend. Wir reden ja über Berufung, das ist ja eine feine Sache. Ja. Du hast mich ja auf meinem Weg, meine Berufung zu finden, ja auch begleitet. Ich habe es versucht, ja. Na, aber sehr erfolgreich begleitet, muss ich sagen. Tom, hast du mittlerweile so was Schönes wie ein Elevator-Pitch? Ja, im Moment halt nicht mehr. Ja. Ja, im Moment muss ich sagen, das kann ich mir aussuchen. Elevator-Pitch. Finde ich ja eine sehr, sehr gute Sache. Macht ja der liebe Michael Gerz ganz toll. Also der bringt Leuten das bei. Und wenn mein Elevator-Pitch wäre, ich bin jemand, der Ihnen die richtigen Fragen stellt. Also ich bin jemand, der Ihnen die richtigen Fragen stellt, die Sie zu Ihrem Ergebnis führen. Wenn wir das jetzt auf der Schiene der Persönlichkeitsentwicklung, das soll ja ein Persönlichkeitsentwicklungsblock sein oder werden oder zumindest auch diese Ausgabe. Und in der Persönlichkeitsentwicklung, wie der Name schon sagt, ist es ja etwas Persönliches. Und ich bin so ein bisschen drauf gekommen, das Leben ist ja manchmal das beste Seminar oder der beste Coach oder der beste Workshop. Da rede ich ja immer so ein bisschen gegen unsere Profession. Und wie das Leben aber es so will, ist es mir nämlich heute Morgen passiert. Ich bin in Flensburg aus dem Haus und bin dann hierher nach Hamburg gefahren und bin dann durch so eine kleine Abkürzung gelaufen und dann bin ich in Hundescheiße ausgerutscht und bin dann also hier so. Jetzt zeige ich gerade Jan, dass mein komplettes Schienbein Matsch verschmiert ist. Hoffentlich ist es Matsch und hier hinten am Arsch ist auch noch so ein bisschen was. Und da setzt der Sprung der Persönlichkeitsentwicklung ein. Es gibt viele Menschen, die machen eine Entwicklung durch, aber die haben niemals bewusst entschieden, ich arbeite jetzt an meiner Persönlichkeit. Stimmt. Und diese Menschen sind auch glücklich und zufrieden. Und manche würden sagen, die sind in ihrer Matrix gefangen und sind leben ein Leben, aus dem sie vielleicht viel mehr machen könnten. Mhm. Früher, als ich noch sehr am Anfang meiner Passion der Persönlichkeitsentwicklung oder des Coaches zur Persönlichkeitsentwicklung stand, da wollte ich die alle missionieren und sagen, überleg doch mal, was du aus deinem Leben machen kannst. Oder viele sagen ja auch, komm mal raus aus deiner Komfortzone. Dann sage ich immer, es heißt ja nicht umsonst Komfortzone. Mhm. Und letztendlich bin ich in meiner Welt zu der Idee gekommen, das macht auch jeder mit sich selber ab. Also jeder sollte auch selber entscheiden, mache ich jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder nicht? Oder arbeite ich an meiner Persönlichkeit oder nicht? Und dann kommen so Leute wie du ins Spiel. Also dann trifft man auch denjenigen, der einem dann auch weiterhilft. Aber
dieser ständige Missionarstum, wie es ja auch sehr viel in Social Media stattfindet, na, hast du heute schon, bist du heute schon über deinen bla bla bla, bist du heute schon die Extrameile gegangen, ich kann es nicht mehr hören, tut mir leid. Manchmal muss man auch ein bisschen pieksen, nur wenn ich jemandem keinen Auftrag dafür gegeben habe, ist es sinnlos. Die Leute wollen das nicht. Ich bin letztens auch gefragt worden, kannst du jedem Menschen weiterhelfen? Da habe ich gesagt, nee, nur jemand, der sich darauf einlassen will, ansonsten kann ich auf den Tischen tanzen. Ja. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass im Internet einige Menschen aus unserer Berufssparte sehr gerne Vortänzer sind und da passiert da nichts. Es bringt in meiner Welt nichts. Also das ist einfach das Ding. Ja. Tom, wann hast denn du eigentlich für dich bemerkt, dass Persönlichkeitsentwicklung für dich wichtig ist? Naja, erst dann, als es fast schon zu spät war, muss man sagen. Also okay. Um den Zuhörern mal ein Bild zu geben, mein Leben bestand damals aus einem Tempotaschentuch. Auf diesem Tempotaschentuch stand ich sozusagen und unter diesem Tempotaschentuch war das große Nichts. Ja, also da kam nichts und dieses Tempotaschentuch brannte an allen vier Seiten. Oh je. So, das war mein Leben so ungefähr so um 2004, ich weiß es ja schon ganz genau. Ich habe damals gedacht, so, jetzt muss ich auch zeigen, dass ich ein Mann bin, ein Familienvater, jetzt baue ich ein Haus, dann hole ich mir irgendwie Kinder und eine Frau und dann heirate ich und dann habe ich das erledigt und dann habe ich so meinen Beitrag zur Gesellschaft getan. Und das Ganze endete in einem Chaos, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Ich hatte dann keine Frau mehr, keine Kinder. Das waren Pflegekinder, die wir damals hatten. Ist auch nicht wichtig. Ich habe die Hochzeit eine Woche vor der Hochzeit abgesagt. Und das Haus habe ich dann auch noch mehr oder weniger verloren. Ich hatte also dann nichts. Und dann hat eine innere Stimme gesagt, geh nach Berlin. Ja, zu der Zeit wohnten da sehr gute Freunde von mir. Nur das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar, dass die mir auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterhelfen konnten. Aber da war das Kind so stark in den Brunnen gefallen. Und da war ich so weit neben der Spur, dass ich sagen konnte, jetzt geht die Persönlichkeitsentwicklung los. Und von da an habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten. Das ist ja von 2004 bis jetzt auch nochmal ein Riesensprung. Inzwischen ist wieder viel passiert. Einige Dinge habe ich wahrscheinlich immer noch nicht gelernt. Auf der anderen Seite habe ich viele Erfahrungen gemacht, sodass ich sagen kann, das muss wirklich jeder mit sich abmachen, wie weit er da gehen will. Weil von außen Impulse, man kann provozieren, klar, aber wie du so schön sagst, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mit dir arbeiten, wunderbar, dann kann die Arbeit losgehen. Aber um den Loop dann eben auch zuzumachen, bin ausgerutscht und ich hätte ja, also es ist ja wirklich dreckig, mein Ding. Und wir haben uns hier im Reichshof verabredet. Zunächst fängt dann ja das Kopfkino an. Oh Gott, kann ich da jetzt überhaupt reingehen? Ich habe ja sowieso Jeans an, der innere Dialog. Oder gehst du jetzt nochmal zurück zum Haus, duschst du jetzt nochmal, fährst du einen Zug später? Oh Gott, wie soll ich an das Fahrticket kommen? Das hätte alles stattfinden können. Also erstmal der innere Dialog. Dann eher in die andere Richtung, denke in Optionen. Was kannst du machen? Was kann ich noch machen? Was kann ich machen, damit es mir gut geht? Erstmal, das Erste, als ich ausgerutscht bin, habe ich gesagt, Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Super, jetzt kommt wieder das E beim iTunes. Ja? Genau. Ach so, das wusste ich noch gar nicht. Ja, wenn du ich dachte, das wäre hier ein freier Sender. Da kam das Scheibenkleister. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, habe meine Mütze aufgehoben und was habe ich dann erstmal gemacht? Gelacht. Lauthals gelacht, weil das so absurd ist, mit Sack und Pack hinzufallen und dann alles sich dreckig zu machen. Und dann eben zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach weiter. Und anstatt mein Mentor hat mal gesagt, so schön, lerne den Anzug im Kopf zu tragen. Ich war damals, als ich mit diesem Mentor eng in Kontakt stand, für ihn tätig und hatte immer Anzüge an. Das war mir ganz wichtig. Auch meine Mitarbeiter, alle sollten Anzüge anhaben. Anzüge, damit wir nach außen sehr gut aussehen. Da hat er gesagt, lern du doch erstmal den Anzug im Kopf zu tragen. Ich wusste erst gar nicht, was er damit meint. Heute weiß ich das. Ich bin hier vorhin so reinspaziert. Ich muss ja sagen, hier ist ja sehr viel Marmor verbaut. Das ist sehr edel. Und mit meiner Plastiktüte und meinem Rucksack sehe ich ja nur noch... Gut, die Lederjacke ist ganz toll. Die hat mein Mentor mir auch mal vererbt. Da sehe ich ja noch einigermaßen passabel aus, aber ich habe gelernt, den Anzug im Kopf zu tragen, nämlich die Persönlichkeit also zu haben, falls jetzt jemand gesagt hat, ja, guter Mann, aber also das, die Frage stellt sich dann gar nicht. Ja. So. Ja. Du hast, oder es klang ja schon raus, dass du ein sehr bewegtes Leben hattest, auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Magst du mal erzählen, was du so alles gemacht hast?
oder ausprobiert hast? Ja, also ja. Die harmlosen Sachen, denk also, an das eh. Naja, es steht, oh Gott. Naja, also im Nachhinein kann ich immer sagen, oder eine der wichtigsten Lektionen, das soll ja auch wahrscheinlich einen gewissen Nutzwert bieten, dieser Podcast, was ich früher auch nicht so verstanden habe am Anfang, aber wirklich das Leben als Abenteuer wahrzunehmen. Mhm. Also ich kann mir auch die Hölle auf Erden bereiten, indem ich denke, alle sind gegen mich und alles ist scheiße, alles ist Scheibenkleister. Das E steht schon drin, glaube ich. Es ist Scheibenkleister. So, und ich kann es aber ganz schnell drehen, dass ich sage, nimm dein Leben als Abenteuer wahr, ja, nimm die Herausforderung an, und so bin ich durchs Leben gegangen. Also ich habe mein Berufseinstieg war eine Ausbildung auf Sylt zum großen Außenhandelskaufmann, die habe ich dann abgebrochen, weil ich gesehen habe, ey, wow, Journalismus, das ist mein Ding. Und dann war ich Quereinsteiger, habe dann beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag gearbeitet und habe also Reportagen gemacht, habe fotografiert, habe eine Redaktion geleitet, habe Texte geschrieben, damals noch auf Schreibmaschine, also richtig auf Schreibmaschine, klack, 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 und selber entwickeln und so weiter und so fort. Ich habe Fisch verkauft. Ich bin, wie gesagt, seit über 20 Jahren auf der Bühne, bin Entertainer, bin im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten, nicht im Fernsehen, aber im Quatsch-Comedy-Club. Und habe also mit Cindy aus Marzahn auf der Bühne gestanden und habe allerlei verrückte Dinge gemacht, wie du schon merkst. Dafür reicht die Zeit hier nicht aus, aber das sind so ein paar Topics, wo ich sage, wow, das habe ich einfach mal gemacht. Ich habe auf meinem eigenen Junggesellenabschied gestrippt, weil keine Stripperin da war. Da habe ich gesagt, Jungs, das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Habe mich selber ausgezogen, zur Strafe. Das hatten sie nur davon. Das hatten sie davon. Das hatten sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Genau. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich sage, in dem Sinne ist mir nichts peinlich. Wenn jetzt jemand sagen würde, hier ist ein Huni, zieh dich mal hier aus. Gut, bis auf, dass ich dann vielleicht also jemand die Polizei rufen könnte. Aber ich würde es machen. Also ich habe relativ wenig Hemmung. Und auch das ist so nutzwert zu sagen, blamiere dich täglich. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die hatte einen ganz schlechten Unternehmensberater. Aber eine Sache hat er zu den Mitarbeitern gesagt, blamiere dich täglich. Das heißt, mache jeden Tag ein Ding, wo du dich unkomfortabel fühlst. Wenn du das möchtest. Wenn nicht, wie gesagt. Das muss jeder mit sich abmachen. Und das bringt tatsächlich auch Würze ins Leben. Hast du auch mal etwas gemacht, wo du sagst, boah, das hat mich überhaupt nicht weitergebracht? Natürlich. Also ich bin ganz oft gegen Wände gerannt und habe gesagt, naja, das soll es dann wohl nicht gewesen sein. Oder viel Ratlosigkeit auch. Also viel Ratlosigkeit zu sagen, was denn noch? Ja? Nur... Das beste Mittel ist einfach immer gute Gefühle und weitermachen. Irgendwie. Ja? Und irgendwie hat es ja dann auch immer passiert. Und wenn du am Ende eines Tages sagen kannst, ich habe mich heute zu 80% des Tages überwiegend in guten Gefühlszuständen bewegt, dann war es für mich ein guter Tag. Und dann ist eigentlich, mehr Reichtum gibt es eigentlich nicht im Leben, wenn du das schaffst. Ja, das kenne ich von mir. Das ist schon Übung. Ja, hat was mit bewusster Übung auch zu tun. Das ist... Genau. Du hast am Anfang erzählt, dass du irgendwann da gestanden hast, alles um dich herum hat gebrannt. Du hast dich für deine Persönlichkeitsentwicklung oder den Weg dorthin dann entschieden. Hat sich dein Leben positiv für dich wirklich verändert, dass du sagen kannst? Wenn ich von damals, also von 2004 auf jetzt 2017 gucke, dann hat sich mein Leben extrem verändert. Also es hat ja damit angefangen, dass ich also dem Universum, manchmal wünschen beim Universum hilft manchmal nicht. Es geht, also ich sollte vielleicht ein Buch schreiben, drohen beim Universum. Das hat geholfen. Da habe ich gesagt, liebes Universum, ich möchte jetzt eine Frau, ich möchte Kinder, ich möchte eine Familie. Das war immer so mein großes Ziel, mein großer Wunsch, mein Herzenswunsch, wenn man so sagen kann. Hatte mit den Frauen, also Frauen kriegen ja, Beziehungen führen auch, aber es endete eigentlich immer im Drama, weil einfach gewisse Parameter noch nicht stimmten. Und dann habe ich eine Zeit in Berlin dafür genutzt, unbewusst, oder hatte auch, wie gesagt, sehr viele gute Leute, die mir dabei geholfen haben, Feintuning für meine Persönlichkeit vorzunehmen. Und an dem Zeitpunkt, wo einfach die Zeit reif ist, da passiert es dann auch. Und bei mir hat es halt lange gedauert. Ich habe mich lange gewunden, habe gesagt, das klappt nicht. Da habe ich dem Universum gesagt, ey, wenn es jetzt nicht klappt, dann wechsle ich die Seiten. Und siehe da, auf einmal kam eine Frau, der Heiratsantrag folgte umgehend. Und zwar bei minus 6 Grad in der Nordsee im Oktober in Dänemark. Und das war also dann, 2004 fing diese Arbeit an der eigenen Persönlichkeit an.
2005 war dann so ein Findungsjahr. Da habe ich dann für ein großes internationales Unternehmen im Telefonverkauf gearbeitet, habe ich auch sehr viel gelernt, wovon heute meine Kunden noch profitieren und wo ich halt unheimlich auch von profitiert habe. 2006 kam dann nochmal so ein Test. Da kam dann nochmal zum Beispiel eine Beziehung, die ganz dramatisch und schlimm war. Und da wurde einfach getestet, meint er das jetzt, was er auch sagt tatsächlich? Und siehe da, 2008 kam der Heiratsantrag der nächsten Beziehung. 2009 war die Hochzeit, 2010 kam das erste Kind, 2013 kam das zweite Kind. Ich wohne jetzt glücklich im kleinen Städtchen Solingen, die Klingenstadt Solingen. Bei Wuppertal. Bei Wuppertal. Und führe ein sehr zufriedenes Leben. Ich wäre jetzt ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich hab immer noch Herausforderungen, die ich mir teilweise selber suche und teilweise, wo ich einfach sage, it's Karma, Baby, ja, irgendwie, irgendwas passiert da. Aber also Persönlichkeitsentwicklung, ich kann nur jedem empfehlen, der das Gefühl hat, immer wieder gegen eine Wand zu rennen, sich bei Jan zu melden. Da hilft dir dann schon. Dankeschön. Der ist aber nicht billig. Das sind wir beide nicht. Super, jetzt wollte ich dir die nächste Frage stellen. Ja, jetzt kommen wir von billig auf. Ja, kommen wir von billig auf sehr wertvoll. Wer hat dir in deinem Leben am meisten weitergeholfen? Das lässt sich für mich gar nicht so pauschal beantworten. Okay. Also das ist, ich habe immer aus den verschiedenen Lebensbereichen, also im Grunde waren alle meine Beziehungen gute Trainings, wenn ich das so im Nachhinein betrachten soll. Bestimmte Dinge habe ich einfach nicht rechtzeitig erkannt. Aber ich bin, und das ist auch durchaus ein Glaubenssatz von mir, das muss gar nicht so spirituell klingen, ich bin immer zur richtigen Zeit den richtigen Menschen begegnet und habe vor allen Dingen festgestellt, dass ich viel meines Leides, meiner Melancholie natürlich zum größten Teil oder eigentlich selber erzeuge und ich eigentlich nur Strategien brauchte, wie komme ich da jetzt wieder raus. Früher habe ich mich darin gesuhlt und habe dann noch Wunden aufgeschnitten, damit es noch mehr schmerzt. Noch ein bisschen Salz rein. Genau, noch ein bisschen Salz rein. So, und eigentlich zu erkennen, aha, also zum Beispiel hatte ich mal in meinem Büro morgens einen Anruf von einem Kollegen, und dann sage ich, Mensch, was ist, du klingst ja so bedröppelt, was ist denn los mit dir? Da sagt er, ja, ich halte gerade Totenwache bei meinem Kind. So, da ich nun selber damals frisch gebackener Vater war, das ist ja dann auch immer so, sonst hätte mich das vielleicht gar nicht so gejuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man selber betroffen ist, ist ja oft so, da war für mich der Tag gelaufen. Also natürlich, also Kind, aber das hat nochmal eine andere Dimension, wenn man selber Eltern, wenn man selber Vater ist. Kindtod. Da habe ich einfach alles ausgemacht und bin nach Hause gegangen. Da war der Tag für mich gelaufen. Heute würde ich damit vielleicht anders umgehen. Also ich habe den Tag gebraucht und dann war auch okay. Also ich hätte ja auch eine ganze Woche oder nie wieder klarkommen können. Ich kenne Leute in meiner nächsten Umgebung, die haben beruflich mit mir nichts zu tun. Die machen sich nach Maßgabe das Leben zur Hölle. Die machen sich ihr Ganzes und die sind 60, 65 Jahre alt und leben ihr ganzes Leben komplett neben der Spur. Wo man sagt, wir hätten alle Gründe aufzustehen und zu sagen, heute ist ein schöner Tag, ich setze mich mal in die Sonne. Ich kann es mir leisten, ich kann ein Gedicht schreiben, ich kann tanzen, ich kann klatschen, ich kann Theater besuchen, was auch immer. Aber da habe ich auch gelernt, loszulassen und ich muss nicht jedem helfen. Das stimmt. Das habe ich auch gelernt, kann ich dir sagen. Wir haben über Gefühle geredet und da ich dich ja auch ein bisschen kenne und wir auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht haben in einem Camp, das mit dem Namen Camp Magic, das hast du ja veranstaltet, wo ich ja ein riesen Fan von bin und sehr traurig bin, dass das im Moment, sagen wir mal, auf Eis gelegt ist. Legends may sleep, but they never die. Ja, da hoffe ich auch drauf, dass das mal wieder kommt. Deswegen würde es mich interessieren, wenn du Entscheidungen triffst, wie machst du das? Bauch. Okay. Ich habe ganz selten in meinem Leben abgewogen, was ist jetzt, also mit einer klassischen Liste, was spricht dafür, was spricht dagegen. Es gibt ja noch ein erweitertes Modell, um Entscheidungen zu treffen. Es gibt viele Modelle, um Entscheidungen zu treffen. Eine Eigenschaft, um die mich zum Beispiel meine Frau, wenn ich das so sagen darf, die beneidet mich wahnsinnig darum, weil ich sage entweder, also nicht hopp oder top, so ist es nicht, aber ich entscheide sehr schnell aus dem Bauch heraus, wo ich sage, das mache ich oder das mache ich nicht.
Ja? Dann hast du auch sehr schnell diese Verbindung, ich nenne das immer so vom Kopf zur Seele oder zum Herzen, diese Verbindung tatsächlich gehabt oder auch Ich habe dieses Gottvertrauen, das hat mir, also Gottvertrauen im weitesten Sinne, also ich habe dieses Vertrauen darin, dass es schon die richtige Entscheidung sein wird, sonst würde ich sie ja so nicht fällen, aber ich entscheide mich. Ja, ja. Ich zaudere nicht und sage, ich nehme nicht A oder B, dann mache ich lieber gar nichts, was ja auch eine Entscheidung ist, aber trotzdem mich für eine Sache zu entscheiden. Ich bin damit immer sehr gut gefahren. Ich habe da auch auf der persönlichen Ebene, auf der Freundschaftsebene durchaus auch Enttäuschungen erlebt. Ja. Aber die großen, der große Gewinn überwiegt, sage ich mal so. Also es überwiegt einfach, dass ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Deshalb mache ich es logischerweise auch. Ja, aber das ist wirklich, wo ich sage, komm, machen wir das jetzt. Ja, machen. Und manchmal falle ich eben drauf rein oder manchmal klappt es nicht so oder wie ich mir das gewünscht habe. Aber manchmal folge ich einfach dieser Intuition. Zum Beispiel, wenn mich ein Xing-Kontakt anruft und sagt, Mensch, sollen wir uns nicht mal treffen? Dann sage ich, ja, Synergieeffekte abgleichen. Und von 10 Mal sagt mein Bauchgefühl, einmal fahr hin. Und dann bin ich einmal morgens von Solingen nach Hamburg gefahren, habe denjenigen hier getroffen und bin abends wieder zurückgefahren und habe auch gar nicht, habe gedacht, naja, ach, ich weiß nicht, aber warum bist du denn verdammt nochmal 1000 Kilometer gefahren, nur um den zu treffen? Habe das dann aber ad acta gelegt und daraus ist eine sehr fruchtbare und auch Geschäftsbeziehung, aber auch eine freundschaftliche Beziehung entstanden, die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Und die steht jetzt erst am Anfang. Und das freut mich dann, dass mein Bauchgefühl mich da eben nicht verlässt. Ja, es gibt ja diese Aussprüche, dass Bauchentscheidungen häufig viel klüger sind als Entscheidungen, die so abgewogen und im Kopf gemacht werden. Das erlebe ich dann auch immer wieder, auch wenn ich mit meinen Bauchentscheidungen unterwegs bin. Tom, du sagst, du bist Entertainer, der trainiert. Ja, kein Entertrainer. Das möchte ich kein Entertrainer. Kein Entertrainer. Kein Entertrainer. Sag mal, Tom, kann ich mich dieses Jahr vielleicht auf etwas von dir freuen, dich im Entertainer- oder Entertainment-Bereich zu sehen? Möglicherweise ja, eher im nächsten Jahr. Also okay. Ich habe ja mal wunderschön gemacht, also wo ich sehr stolz drauf bin, will ich damit sagen, ist mein Underground Hypnosis. Da habe ich also auf der Bühne gestanden und Hypnose-Comedy gemacht. Und sowas Ähnliches plane ich auch im Moment. Und bei mir ist es immer so, von 10 Projekten fallen 7 hinten runter. Der einzige Unterschied ist, dass ich versuche, möglichst wenig, früher habe ich immer sehr viel angekündigt und dann haben die Leute gesagt, ja, bla bla bla, aber dass die Projekte, die verwirklicht wurden, das ist dann so ein bisschen untergegangen. Also ja, ich habe große Lust, es juckt mich in den Fingern, wie ich das auf die Schiene bringe, weiß ich noch nicht, aber es arbeitet im Hintergrund. Und es arbeitet natürlich auch im Hintergrund mein neuestes Kind, mein Talk Radio Station 05. Das ist sozusagen auch eine Art Podcast, getarnt als Radio, damit ich an einen Presseausweis komme. Nein. Das ist ein Projekt, das ist auch so etwas, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt einfach mal. Und dafür reise ich jetzt auch gerade reihum rum und sammle ganz viele interessante Menschen ein. Wann veröffentlicht du es oder tust du es? Es gibt tatsächlich schon auf Facebook gibt es schon eine Fanpage, die ich aber bewusst noch nicht promote. Okay. Also da gibt es schon auch den einen oder anderen Fan. Ich habe auch schon ein paar Interviews veröffentlicht. Aber ich sammle jetzt erstmal noch, damit ich so einen richtigen Kracher. Ich habe zum Beispiel auch mit einem lieben Freund von mir, einem meiner besten Freunde, eine 80er-Jahre-Show gemacht. Die ist auch schon aufgenommen, die ist schon im Kasten. Also da geht jetzt noch einiges geben. Also die Informationen werden wir dann wahrscheinlich auf deiner Webseite finden. Ne? www.tom-krause.tv. Richtig. Ganz wichtig. Ich habe ein Interview mit dem besten Chauffeur der Welt gemacht, zum Beispiel. Wahnsinn. Und so. Also sehr, sehr fein. Sehr da schön. Da gibt es einige tolle Sachen. Ja, die Webseite wird auch in den Shownotes stehen für euch, damit ihr dann später da nochmal reingucken könnt. Tom. Ja. Ich sag jetzt erstmal schon mal danke für dieses tolle Interview. Sehr gerne. Bevor ich dir die letzte Frage nämlich stelle. In dieser schönen Kaffeehausatmosphäre. Das ist toll, ne? Wundervoll. Yeah. Oh, das ist klasse. Jetzt ist mein Kaffee auch schon irgendwie leer. Aber ja, siehst du, so ist besser. Timing ist eine hohe Qualität. Ja, ich habe die junge Dame gerade weggeschickt, weil das ist ein bisschen unprofessionell während des Interviews. Ach, das ist so unter Live-Bedingungen. Darf sowas passieren, glaube ich. Hast du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung so einen alltagstauglichen Tipp? Irgendwas, was ganz einfaches,
Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, achte auf deine Gefühle, also lerne deine Gefühle. Da gibt es ein ganz schönes Dreieck im Grunde. Deine Qualität im Denken bestimmt deine Qualität im Fühlen und deine Qualität im Fühlen bestimmt deine Qualität im Handeln und die drei beeinflussen sich gegenseitig. Da gibt es ja auch so einen Spruch, aber diese drei Sachen sind im Grunde das Rüstzeug für jeden Erfolg für mich, weil wenn ich eine Qualität definiere, ja, und sage, ich fühle mich 80% des Tages gut, dann verändert das mein Leben. Ja, weil wenn ich mich gut fühle, passieren gute Dinge. Und wenn ich auf Situationen, bleiben wir beim Beispiel, auf der Scheiße ausrutschen, plötzlich schlecht fühle, passieren weiterhin schlechte Dinge. Ich hätte meinen Zug verpassen können. Ich hätte das und dies, weil ich mich aufgeregt habe zu lange oder ich dies und das. Das heißt, wenn ich mich gut fühle, dann treffe ich auf Basis dieser guten Gefühle gute Entscheidungen. Und das ist im Grunde das größte Geheimnis im Leben, seine Gefühle zu managen. Dann danke ich dir ganz herzlich dafür. Ich danke auch ganz herzlich. Möchtest du noch mal Tschüss sagen? Oder? Ja, ich sage ganz, ganz vielen Dank. Das ist eine tolle Idee von dir. Du hast jetzt ja schon gut was vorgelegt und abgeliefert. Und ich wünsche dir, dass du da dran bleibst. Und ein tolles Kaffeegespräch, so stelle ich mir Arbeiten vor. Das macht Spaß. Das vielen macht Dank, Spaß. Jan. Danke. Dankeschön. Ja, meine Lieben, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, nach diesem wunderbaren Interview, achtet auf eure Gefühle, macht euch gute Gefühle, vielleicht mit einer Tasse Kaffee und bis dann, der Jan.